Was soll ich heute essen? Ich glaube, ich hole mir ein paar Äpfel und... Hey, Freunde, ihr seid auch wieder alle am Start. Das freut mich richtig, richtig sehr, dass genau du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Oh yeah. Und ich wollte gleich essen, weil ich habe richtig, richtig viel Hunger. Aber bevor wir das machen, könnt ihr dem Video jetzt schon mal gerne einen Like geben und meinen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch ein Teil der Santex Army zu sein. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn auch du ein Teil von diesem Team wirst. Und da habe ich doch gerade draußen einen gesehen. Wer ist denn da? Vitamine! Hey. Na, ich habe schon geguckt, weil du beim ersten Mal klingeln nicht rangegangen bist. Ach so, ja, ich habe nur mit meinem Freund geredet. Tut mir leid. Ja, ich wollte dir nochmal alles Gute sagen zu deinen 100.000 Abonnenten. Oh, stimmt. Danke, 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 Vitamine. Das ist so, so lieb von dir. Vielen Dank. Das ist schon richtig viel. Das kann ich gar nicht zählen, richtig. Genau, wir sind schon 100.000 Leute in der Santex Army. Also wie gesagt, ich kann mich nicht genug bei euch bedanken. Das ist einfach viel zu krass, wie lieb ihr alle seid, wie nette Kommentare ihr immer schreibt und wie ihr immer fleißig meine Videos bewertet. Das ist so, so lieb. Und deswegen nochmal vielen Dank für 100.000 Abonnenten. Ich wollte dich jetzt eigentlich einladen, weil du hast ja auch die 100.000 Abonnenten erreicht. Oh, so als kleines Dankeschön. Ja. Oh, das ist so, so lieb von dir, Vitamine. Ich bin so, so froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir befreundet sind, Vitamine. Ja, das bin ich auch. Richtig. Ja, genau. Dann mach mal deine Tür auf. Ich habe hier keine Schlüssel. Da, Dankeschön. Komm rein. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe so, so Hunger. Setz dich am besten hier schon mal hin. Heiß, heiß, heiß. Ja. Sehr, sehr heiß. Ja, und? Oh, das ist so, so lieb von dir, Vitamine. Vielen, vielen Dank. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wolltest du doch schon mal nochmal essen, stimmt? Ja, stimmt. Das hat mir letztes Mal schon so gut geschmeckt. Und jetzt will ich das immer wieder essen. Darf ich schon anfangen? Natürlich, natürlich. Okay, dann. Das ist so, so gut, Vitamine. Du bist der beste Koch der Welt. Dankeschön. Hey, Santi, du hast schon wieder einen ganzen Truthahn aufgegessen. Upsi, aber das hat so, so gut geschmeckt. Was denn? Ey, was guck denn? Dich doch mal an, wie du aussiehst. Was? Wie sehe ich denn aus? Oh, ich bin ein kleiner Dickmann geworden. Oh nein, ich habe zu viel gegessen, Vitamine. Du hast wirklich ein bisschen zu viel gegessen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Sport machen. Freunde, hallo. Oh, das sieht so, so lustig aus, Vitamin. Ich habe wirklich ein bisschen zu viel gegessen. Dann würde ich sagen, treffen wir uns nachher zum Spazieren gehen, oder? Auf jeden Fall. Mit Balu und Bella noch? Ja. Bella, hallo. Es geht spazieren. Wir gehen Gassi mit Vitamine zusammen. Ja, da freut sich wer, ne? Oh, okay, dann genau, komm mit, Bella. Ich würde sagen, ich hole auch mal diesmal Tweety mit, weil Tweety kommt nie mit Gassi. Und ja, Tweety macht das, glaube ich, immer richtig traurig, Tweety, ne? Du kommst auch mal mit. Genau, oh, wie süß, mein kleines süßes Vögelchen Tweety. Sie ist so, so süß, Freunde. Okay, Bella, nicht wegrennen, komm her. Wir sollten uns vor Vitamines Haus treffen, hat Vitamine gesagt. Ja. Warte, ich mache meine Tür noch zu. Genau. Und oh, wie süß. Also, Santex, ich wäre jetzt bereit. Ich wäre bereit. Ich auch. Ich meine, Bella, oh, sie sind so, so süß, Vitamine zusammen. Schau dir mal unsere beiden Haustiere an. Ich bin so, so stolz, dass wir die haben, ne? Ja, die sind so niedlich. Oh, das ist so, so süß. Nicht, dass die irgendwie bald ein Kind zusammen bekommen, ein kleines Hündilein, ne? Stimmt. Sollen wir mal zum Spielplatz gehen, Vitamine? Ja, nur eine Rutschen. Das jetzt komm zum Spielplatz. Bella, komm, Tweety, da würde ich sagen... Tweety kann hier... Guck mal, Tweety ist auf der Schaukel. Tweety kann schaukeln. Oh, das ist so, so süß. Und jetzt rutsche. Achtung, Santi. Ja. Oh, pass auf. Ich bin immer noch ein Dicky Santi. Hallo. Du bist stecken geblieben. Oh, Manu, Manu, Manu. Boah, Bippen macht richtig viel Spaß. Ja, das stimmt. Das ist der beste Spielplatz der ganzen Welt. Ja, was und Santi, du bist wieder dünn. Oh, echt? Ich bin wieder dünn geworden. Endlich. Ich habe wieder genug Sport gemacht. Und jetzt bin ich wieder dünn und kein Dicky mehr, ne? Aber Santi, ich und Balu, wir müssen jetzt nach Hause. Es ist ganz schön spät schon, weißt du? Ja, das stimmt. Bella, komm mit. Tweety, du kommst auch mit. Du hast jetzt genug geschaukelt. Komm, Bella. Tschüssi, Santex. Hey, komm, ich komm doch mit euch. Vitamine, was ist das da hinten? Hinter deinem Haus. Schau doch mal. Wow, was ist das denn? Das ist ein Auge, ne? Wo kommt das denn her?
Ich weiß es nicht. Das ist okay. Ja hinter deinem Haus. Hä? Okay, warte mal, Balu, du bleibst am besten hier. Bleib ja, genau. Oh Mann. Warte, Bela, du bleibst bei Balu ein bisschen, dann könnt ihr ein bisschen zusammen spielen. Und nicht uns folgen, das ist gefährlich. Nicht, dass es irgendwas Schlimmes Tweety, ist. Genau. Tweety, komm auch hier hin. Aber, Zentex, wir müssen jetzt wirklich mal gucken gehen. Was ist das? Das sieht aus wie ein Auge, ne? Das ist so ein riesengroßes Auge. Zentex, komm mit. Ich trau mich gar nicht allein. Nein, geh du vor, Vitamin. Ich hab doch Angst. Nein, ich sehe da immer solche Augen und sowas. Okay, warte, ich gehe auch mal. Und... Oh, habt ihr es ganz kurz gesehen, Freunde? Habt ihr gesehen, was da drin war? Da waren solche Äuglein drinnen. Hey, da ist Tweety drinne. Ja, wie, das ist Tweety? Hä? Tweet? Nee, das ist nicht Tweety. Aber das Tweety ist... sitzt doch hier unten. Ja, hä? Okay, zusammen müssen wir draufschlagen auf das Glas. Okay. Eins, zwei, drei. Los. Und, oh. Perfekt. Aua, ein Glas. Bitte ist meine Hand stecken geblieben, Vitamine. Nein. Kannst du den kurz raus? Tu das mal Finger. Ja, warte. Oh, danke schön. Jetzt bin ich fast runtergefallen. Oh, pass auf, Vitamine. Aki, kommst du rein? Aber was machen die Augen da? Die bewegen sich. Ich weiß es nicht. Was macht hier ein Baum drinne? Das ist richtig merkwürdig. Hä? Das ist hier so ein Auge. Warte mal. Ich bin Fischis. Runter. Fischis, hey. Komm. Ich bin auch ein Fischi-Vitamine. Blub, blub. Komm, sei dann auch ein Fischi-Vitamine. Komm auch hier rein. Blub. Ich bin doch kein Fischi. Ich kann die Luft leider nicht so gut anhalten. Wow, Sandy, guck mal. Ich bin ein Auge. Hey, wie, du bist ein Auge? Hey, pass auf, nicht, dass sie gefährlich sind. Das sind einfach solche kleinen Äuglein. Warte, ich bin auch ein Auge. Hallo, Vitamine, ich bin ein Auge. Oh, das ist ein bisschen lustig, aber ein bisschen gruselig, ne? Ja, also Halloween haben wir jetzt nicht, oder? Genau, wir haben noch kein Halloween, aber das alles, was hier drin ist, kommt mir ein bisschen bekannt vor, dir nicht? Stimmt, guck mal, dein Tisch. Genau, mein Picknicktisch zum Essen, ne? Da können wir uns hinsetzen und ein bisschen essen, aber nicht so viel. Nicht, dass ich wieder ein Dicky werde, ne? Nein, und guck mal, unsere Hundehütte. Genau, die Hundehütte von Bella und Balu. Und Tweety. Und Tweetys Vogelkäfig, aber das da drin ist nicht Tweety, ne? Nein, das ist nicht Tweety. Und Balus Kuscheltier, Balus Plüschtier zum Spielen ist auch hier drin. Stimmt, und die Axt kommt mir auch ganz bekannt vor. Genau, das ist so merkwürdig. Unsere Autos. Unsere Autos, brumm, brumm, unsere Autos. Warte, kann ich pass fahren? Auf. Wow. Warte. Hier könnt ihr rumfahren. Nee, aber nicht, dass wir was kaputt machen. Und nein, die Äuglein werden dann böse und schimpfen mit uns. Schau mal, Vitamine. Ich glaube, alles, was in diesem Riesenauge drinnen ist, das kann dieses Auge sehen. Das heißt, schau mal, das Auge sieht die Hundehütte. Und deswegen ist diese Hundehütte auch in dem Auge drinnen. Stimmt, und dein Obstkorb. Genau, mein Picknicktisch ist da. Das Auge kann das sehen. Und deswegen ist es auch hier drinnen. Stimmt, und die Hundehütte auch. Und ein Baum auch. Genau. Und deine Blumentöpfe, die da stehen, sind auch hier drin. Und hier sind ganz, ganz viele Bilder, die das Auge schon gesehen hat. Stimmt, jetzt macht das auch alles Sinn. Ja. Und mein Holzstamm, der ist auch von da und das Wasser. Genau, dein Holzstamm ist ja dort hinten. Genau, da drüben, Freunde, das kann das Auge auch sehen. Und kann es sein, dass der Baum dieser Baum ist, dieser riesengroße? Stimmt, das könnte richtig gut sein. Genau. Und unsere Autos sind hier aber gar nicht. Das kann das Auge doch gar nicht sehen. Ja, aber Sandy, wir sind doch schon hier oft vorbeigefahren. Oh, das stimmt. Genau, wenn wir da hinten vorbeifahren, dann sieht das Auge das auch natürlich unsere Autos. Das ist so verrückt einfach. Das heißt, alles, was dieses Auge schon gesehen hat in ihrem gesamten Leben, ist hier auch drin. Das ist so verrückt. Oh, Vitamine! Ey, Sentex! Was tust du? Was tust du, Vitamine? Oh nein! Die Augen greifen dich an! Oh nein! Was tust du, Vitamine? Du hast doch gesagt, ich soll die runterschmeißen. Nein! Oh Gott, Vitamine! Das war knapp. Ich war fast tot! Was? Was war das, Vitamine? Ich weiß nicht, du hast gesagt, ich soll das runterschubsen. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe gar nichts gesagt, Vitamine. Und, ach Mann, jetzt sind die auf einmal alle böse geworden. Denkst du, man kann hier einfach Sachen rausnehmen aus dem Auge? Stimmt, lass es mal gleich versuchen. Genau, ich meine, so eine zweite Hundehütte nehme ich direkt mal mit. Okay, Vitamine, schau mir zu. Schau mir zu, Vitamine, wie ich jetzt rausgehe, okay? Und ich gehe raus. Und, nein,
Alle meine Sachen sind weg, Vitamine. Was ist denn jetzt? Warte mal, ich versuche es und... Was? Ich habe alles verloren. Ja, das geht und nicht. Ne, warte, ich probiere es jetzt noch einmal. Ich nehme mal die Blumentöpfe hier alle mit. Und los geht es, Vitamine. Och, Manu, es klappt nicht. Hat's wieder nicht geklappt? Nein, es hat wieder nicht geklappt. Ich will nicht mehr so gerne ins Auge. Wir lassen das einfach mal da rumstehen erstmal, okay? Ja, genau. Wir lassen das erstmal in Ruhe. Genau, da würde ich sagen, oh, Ball und Bella hatten auch schönen Tag mit Tweety zusammen. So, Freunde, das war auf jeden Fall ein richtig, richtig verrückter Tag, wie wir zusammen ins Auge gegangen sind. Und ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Ich hoffe, ihr habt alle die Glocke aktiviert, um auch ein Teil der Sandex Army zu sein. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.